Wie gehe ich mit Menschen um, die gerade emotional in einer schwierigen Phase sind oder sich in der Krise befinden? Herzlich willkommen zur heutigen Folge und heute geht es um das Thema Mut. Denn das, was ich gerade als Frage vorneweg gestellt habe, ist mutig in unserer heutigen Gesellschaft. Denn wir haben oft ja nicht gelernt, wie wir eigentlich mit anderen umgehen, wenn es ihnen nicht gut geht. Wir versuchen, unangenehme Emotionen zu vermeiden. Interessanterweise vermeiden wir allerdings nicht negative Schlagzeilen in den Nachrichten, weil unser Gehirn leider so programmiert ist, auf Katastrophenmeldungen total anzuspringen. Das haben wir ja aus der Evolution. Das brauchten wir, um eben Gefahren herausfiltern zu können. Die Herausforderung ist nur heute leider, dass wenn du dir unsere Nachrichten anschaust, da herrscht ja keine Balance. Die überwiegende Zahl der Nachrichten ist negativ. Und dann denkst du auch, die Welt ist komplett negativ. Und da gehen wir mit Negativität um. Aber wenn wir mit Menschen umgehen müssen oder mit uns selber mit unangenehmen Emotionen oder wie gehen wir mit uns selber in der Krise um, da sind wir oft überfordert, weil uns niemand an die Hand genommen hat und gezeigt hat, wie das funktioniert. Und das ist mutig. Es ist mutig, in der Präsenz eines Menschen einfach zu sein, ihn auszuhalten und damit zu halten, wenn er weint, in Trauer ist oder komplett ausrastet und wütend ist. Und darum soll es in der heutigen Folge gehen, zu schauen an deinen Mut, was kannst du für so jemanden in diesem Augenblick tun? Und es geht sehr in die Richtung Menschsein. Wie kann ich mir noch mehr Menschsein zurückholen? Und da zeigt sich, wie viel Mitgefühl wir mit anderen haben. Weißt du, wenn wir in die Medien schauen, dann hören wir von Schicksalen oft nur abstrakt. Wir hören Statistiken, wir hören Zahlen, wir hören Nummern, wir hören Trends. Und das ist ein Mittel, um uns selbst nicht identifizieren zu müssen, dass hinter jeder Zahl ein wirklicher Mensch steht. Das sorgt aber dafür, dass unser Mitgefühl sinkt. Und da zur heutigen Folge möchte ich gerne noch ergänzend auf die Folge Mitgefühl und Mitleid den Unterschied hinweisen. Denn Mitgefühl bedeutet, den anderen sehen zu können, aber nicht mitzuleiden in seiner Emotion. Und diese ganzen Zahlen zeigen einfach nur Statistiken und keine Individuen. Aber wenn du deine Menschlichkeit zeigen willst und trainieren willst und für Menschen da zu sein, um auch zu wissen, dann sind auch andere da und in was für einer Welt könnten wir leben, wenn das mehr Menschen praktizieren, dann fühle alles. Egal, ob du der Mensch bist, der gerade in der Krise steckt, oder jemanden in deinem Umfeld hast, der in gerade einer Lebenskrise sich befindet, wo Chaos herrscht, weil alles sich verändert, weil die Ordnung und Strukturen, die gerade da sind, nicht mehr so sind. Das kann nach einer Trennung sein, nach einem Tod, nach einem Verlust eines Jobs, Umzug. Es können ganz viele unterschiedliche Dinge sein. Und zuallererst für dich selbst sagen, fühle alles. Lass dich ruhig berühren von dir selber, als auch von der Geschichte und dem Menschen, der da gerade so ist. Fühle das einfach und lass es durch dich durchfließen. Atme weiter. Du musst es nicht reinnehmen in dich, nur da sein. Und das ist die erste Aufgabe. Was kann ich tun, mit jemandem umzugehen, der gerade voll in der Krise ist? Einfach nur da sein. Denn auf Englisch kann man das so schön sagen, hold the space. Halte den Raum für denjenigen. Dass er sieht, er ist trotzdem gewollt und geliebt in dem Augenblick, wo er von sich vielleicht denkt, ich zeige mich hier gerade aber nicht von meiner schönsten Seite. Und genau darum geht es. Es geht nicht um Perfektion. Wir sind menschliche Wesen. Lass es uns doch uns zeigen dürfen, wie wir sind. Nicht schlechter und nicht besser. Also fühle alles, halte den Raum. Schau aber auch hin und sieh, dass die Krise und das Drama in dem Augenblick ist, ist nicht deins. Es ist ihrs. Und fühle trotzdem mit. Und das geht.
Und das erfordert Mut. Mitzufühlen erfordert Mut. Mitzufühlen erfordert so großen Mut, dich selber darin verletzlich zu zeigen und keine Angst zu haben, mit hineingesogen zu werden. Denn das siehst du, es ist dir, es ist nicht deins. Und der zweite wichtige Punkt ist, wisse, du musst für den anderen in dem Augenblick nichts reparieren. Die Person ist weder kaputt, noch musst du eine Lösung finden, noch musst du irgendetwas tun. Einfach nur da sein. Atmen und wahrnehmen, was mit dir das macht in dem Augenblick. Unser Kopf springt da schnell rein und will direkt eine Lösung finden oder dem anderen sagen, ist doch nicht so schlimm, es wird alles wieder gut. Was es aber macht, ist, es gibt der Person das Gefühl, das, was mit mir gerade los ist, emotional, ist nicht richtig, ich bin kaputt. Menschen sind aber nicht so schnell kaputt. Wir haben nur eine Reaktion auf das, was uns gerade im Leben passiert ist. Und wie schön ist es, wenn wir einfach unsere Reaktionen teilen, und dass es auch okay ist, dass wir sie haben, dann sind wir mit uns selber nämlich okay. Und wenn wir mit uns selber okay sind, dann sind wir mit anderen okay und wissen, wow, die sind viel stärker, aber es gibt gerade nichts zu reparieren, keine Lösung zu finden, es gibt nichts zu tun. Und das ist die schwierigste Aufgabe für unser Gehirn. Weil wir dann gerne, wenn jemand weint, sofort ein Taschentuch geben wollen, dass man sich schnell die Tränen wegmacht, dass es möglichst schnell vorbei ist. Die Herausforderung ist dann nur, dadurch unterdrücken wir und dadurch verschleppen wir die Emotionen, das Erlebnis. Gib uns doch eine Möglichkeit, das einfach zu verarbeiten in dem Augenblick, wo es ist. Weil dann ist es wie eine Wolke, die sich abregnet und danach kommt wieder die Sonne. Und du hast strahlend blauen Himmel. Und ansonsten hast du Sonne und dann sind da dicke Gewitterwolken und da und die ziehen sich dann über die Zeit hinweg. Und du schleppst dieses Erlebnis, diese Emotion mit und das kostet Kraft, das kostet Energie, das ist anstrengend und du hast einen neuen Trigger projiziert. Also, wie gehst du mit Krisen um? Fühle alles, sieh aber auch, dass es nicht deins ist, sondern ihrs. Du musst nichts reparieren und nichts lösen, du musst nur da sein. Hold the space. Und die nächste Sache ist, du musst nichts besser machen. Du musst auch nichts entschuldigen für den anderen. Und auch nicht für dich. Du musst dich nicht entschuldigen dafür, dass du gerade traurig bist oder ängstlich bist. Du musst dich auch übrigens nicht entschuldigen, wenn du voller Liebe bist oder voller Freude. Auch für Begeisterung brauchst du dich nicht entschuldigen. Es gibt gerade nichts besser zu machen. Es gibt nur dich und den Augenblick. Und weißt du, kannst du dir vorstellen, was das mit dir selber macht in Verbindung mit anderen Menschen, in Verbindung mit dir? Welche Tiefe Beziehungen plötzlich haben können, Partnerschaften, zur Familie, Freunden, Menschen, mit denen du arbeitest, wie viel neue Energie dadurch danach frei wird, aber nur, weil du den Augenblick für den Raum gehalten hast. Sensationell. Und das bedeutet für mich, ist auch ein Part von Emotional Leadership. Emotional Leadership bedeutet auch, ich muss jetzt mal nichts Schlaues sagen, sondern einfach mal der Emotion Raum geben, damit wir danach, wenn die Intelligenz wieder da ist, dann können wir uns wieder den schlauen Dingen zuwenden. Aber ich muss einfach mal nichts Schlaues sagen. Und es geht nur darum, den Augenblick zu teilen. Und wenn du das kannst, dann bist du offen für die Welt. Dann fühlen sich Menschen von dir gesehen und gehört. Und sind auch gerne in deiner Nähe. Und du hast übrigens auch Menschen, denen du dich zuwenden kannst, wenn es dir so geht. Wirkt wie ein Zaubermittel gegen dieses Gefühl von Einsamkeit. Und das bringt im Nachgang auch den Erfolg. Egal, worin du arbeitest, Menschen wollen gerne mit dir zusammen sein. Weil du das weißt und tust und einfach da bist. Und auch wenn du nicht, auch wenn du keinen Plan hast, einfach Mensch sein. Mit anderen, für anderen. Und sobald du der Emotion die Gelegenheit gibst, gefühlt zu werden, kann sie transformieren. Das ist ja das Schöne. Dieser Moment der Krise und es bleibt ja nicht für immer. Nichts bleibt für immer.
Auf Englisch heißt es schön, this shall pass too. Auch das wird vorübergehen. Und deswegen habe ich auch im Nachgang, weißt du, ich habe schon oft diesen Spruch gehört, der Weg ist das Ziel. Auf so Kalenderblättern, Zitatblättern, und das habe ich nie kapiert. Ne? Und jetzt verstehe ich, was damit gemeint ist. Es ist nicht ein Ergebnis zu erreichen. Es geht nicht um das Ergebnis, dass es den Menschen wieder besser geht. Weil auch diese Phase geht wieder vorbei. Sondern es geht um den Weg. Wie sind wir in dem Augenblick miteinander? Und das ist auch ein Teil des Emotional Leaderships. Bin ich mutig und halte das aus und bin einfach da und weiß, ich bin gerade der Fels in der Brandung, damit der andere sein kann, wie er ist. Und danach können wir wieder geile Dinge zusammen kreieren. Und das war's für die heutige Folge. Vielleicht steckt dir wieder was für dich drin, wo du sagst, wow, so habe ich das noch nicht betrachtet. Oder du hast wieder voll eine Bestätigung gefunden. In anderen Worten vielleicht, was du sowieso schon gedacht hast, eine Erfahrung gemacht hast. Und da freue ich mich. Danke fürs Reinhören. Bewerte die heutige Folge. Teile sie mit Menschen, die dir am Herzen liegen, denen du mit dieser Folge sagen willst, ich bin da, um dir den Raum zu halten, damit du sein kannst, wie du bist. Danke dir und bis zum nächsten Mal.